O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Bevor des Tages Licht vergeht, o Herr der Welt, hör dies Gebet. Behüte uns in dieser Nacht durch deine große Güte und Macht. Hilf, schaff die müden Glieder. Lass uns in dir geborgen sein, uns mach am Morgen uns bereit, zum Lobe deiner Herrlichkeit. Dank dir, o Vater, reich an Macht, der über uns voll Güte wacht, uns mit dem Sohn und Heiligen Geist des Lebens Fülle uns verheißt. Amen. Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hesron, Hesron zeugte den Aram, Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon. Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isai. Isai zeugte David, den König. David zeugte den Salomo mit der Frau des Uria. Salomo zeugte den Rehabeam. Rehabeam zeugte den Abia. Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Josaphat. Josaphat zeugte den Joram. Joram zeugte den Usia. Usia zeugte den Jotam. Jotam zeugte den Ahas. Ahas zeugte den Hiskia. Hiskia zeugte den Manasse. Manasse zeugte den Amos. Amos zeugte den Joschia. Joschia zeugte den Joachim und seine Brüder. Das war zu der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim den Schelatil. Schelatil zeugte den Serubabel. Serubabel zeugte den Abihud. Abihud zeugte den Eliakim. Eliakim zeugte den Azor. Azor zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim zeugte den Eliud. Eliud zeugte den Eleazar. Eleazar zeugte den Matan. Matan zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der Christus genannt wird. Der Stammbaum, den Matthäus an den Anfang seines Evangeliums gestellt hat, zeigt Jesus als Menschen, hineinverwoben in eine menschliche Geschichte mit ihrem Auf- und Abstiegen. Aber da ist noch etwas zu beachten. Dieser Stammbaum nennt auch Frauen, vier Frauen der jüdischen Geschichte und dann Maria. Nun war es durchaus Überlieferung, vier Frauen in der Geschichte Israels als die großen Stammmütter herauszuheben. Sarah, Rebekka, Lea, Rachel. Matthäus aber nennt nicht diese vier, sondern vier andere, vier Frauen, denen etwas Peinliches anhaftete. Frauen, die die Reinheit eines Stammbaums stören
und als Makel in der Geschichte Israels galten. Vier Frauen, die daher gern dem Verschweigen überlassen wurden. Da ist Rahab, die Hure, die den Kundschaftern Israels den Weg nach Jericho öffnet und so überhaupt die Tür ins Heilige Land hinein aufgeschlossen hat. Sie tut es, weil sie dem Gott dieser Fremden glaubt. Ruth war Heidin, die durch Hochzeit mit einem Juden verbunden, aber nach dessen Tod frei war, zurückzukehren. Und doch, gerade im Elend Israels und in der Not ihrer Schwiegermutter blieb sie, weil sie für das Wort ihrer Vermählung bleibende Prägung ihres Lebens geworden war. Dein Gott soll mein Gott sein. Sie hatte sich dem Gott Israels angeschlossen, sie, die Heidin, und wurde zur eigentlichen Stammmutter der davidianischen Dynastie. Bathseba, die Frau des Uriah, war wohl Hethiterin wie dieser. Auch sie nimmt mit dem Ja zu David seinen Gott an und wird so zur Mutter Salomos, indem das Matthäusevangelium immer wieder das Urbild Christi zeigt. Durch Tamar endlich, die sich von Juda das ihr verweigerte Recht auf Nachkommenschaft erzwingt, kommt überhaupt das Königtum an Juda und wird so die Verheißung des Jakobssegens erfüllt. Es wird der kommen, dem der Herrscherstab gehört, dem der Gehorsam der Völker gebührt. Das bedeutet, dieser Stammbaum, der für das erste Zusehen ein reiner Abrahams- und Davidstammbaum ist, ist durch die vier Frauen ein Stammbaum für die Kirche aus Juden und Heiden. Er verweist auf das Kommende, die Kirche der Völker. Ja, man könnte sagen, diese vier Frauen schieben bei ihm die ganze hochwichtige Geschichte der Männer beiseite. Sie sind die eigentlichen Gelenke des Stammbaums, der damit aus einem Stammbaum angeblicher männlicher Taten zu einem Stammbaum des Glaubens und der Gnade wird. Auf dem Glauben dieser Frauen ruht das Eigentliche dieser Geschichte, der Fortgang der Verheißung. Bei der fünften Frau, bei Maria nämlich, heißt es im Stammbaum: Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias, aus der geboren wurde Jesus, der Christus. Josef zeugte Jesus nicht, er war nur der Mann Marias. Allein über die Brücke dieser rechtlichen Zugehörigkeit, nicht auf dem Weg der biologischen Verknüpfung, gehört Jesus diesem Stammbaum zu, gehört der Stammbaum ihm. Aber zugleich ist ein neuer Anfang gesetzt und dieser wahre Anfang, auf den letztlich alles ankommt, geschieht durch den Glauben, durch Marias Ja. Dort geschieht der Anfang. Dort berühren wir die Menschwerdung des Herrn. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Sing das Lob des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast.
Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sei unser Heil, o Herr, dabei wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Heilige Maria, Mutter Gottes, du hast der Welt das wahre Licht geschenkt, Jesus, deinen Sohn, Gottes Sohn. Du hast dich ganz dem Ruf Gottes überantwortet und bist so zum Quell der Güte geworden, die aus ihm strömt. Zeige uns Jesus, führe uns zu ihm, lehre uns ihn kennen und ihn lieben, damit auch wir selbst wahrhaft Liebende und Quelle lebendigen Wassers werden können, inmitten einer düsteren Welt. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae.